Frau Weiß, der Barmherzigkeitssonntag ist sehr jung, gerade mal 18 Jahre alt. Was würden Sie sagen, ist er die Antwort auf unsere immer verrückter werdende Zeit? Brauchen wir mehr Barmherzigkeit? Also ich denke, wenn man einfach mal anschaut, was das Wort Barmherzigkeit bedeutet, vom Lateinischen her, dann haben wir das Wort da Misericordia und das heißt eigentlich dem Armen sein Herz schenken. Und ich denke, dieses Wort Herz, das ist in unserer Zeit immer wieder ganz präsent und jemand anderen sein Herz schenken, das wünscht sich doch eigentlich jeder, dass jemand ja sich mir zuwendet, mir im Grunde ja seine Liebe, seine Zuneigung schenkt. Und ich glaube, genau das will der Barmherzigkeitssonntag auch ausdrücken, dass Gott sich uns zuwendet, uns seine Liebe schenkt. Papst Johannes Paul II. Hat 2000 diesen Barmherzigkeitssonntag eingeführt, genau an dem Tag des Waisensonntags. Hängt das irgendwie zusammen? Was war die Intention, diesen Tag einzuführen? Mit welchem Ziel? Papst Johannes Paul II. Hat Schwester Faustina Kowalska im Jahr 2000 heilig gesprochen und sie ist die Botin der göttlichen Barmherzigkeit. Jesus hat ihr ganz besonders von der göttlichen Barmherzigkeit Offenbarungen zuteilwerden lassen und sie eben auch beauftragt, dieses Fest einzuführen. Und es passt eigentlich sehr gut, dass das Fest am Sonntag nach Ostern ist, obwohl man ja immer denkt, ach, das ist eigentlich der weiße Sonntag und das ist oft die Erstkommunion. Aber es hängt ganz eng auch mit dem Osterfest zusammen, weil wir feiern ja an Ostern, dass Gott uns ganz besonders barmherzig ist, weil er nämlich in Jesus Christus uns erlöst hat, weil Jesus für uns gelitten hat, weil er von den Toten auferstanden ist. Und darin erweist sich die Barmherzigkeit Gottes. Und auch wenn wir dieses Bild vom barmherzigen Jesus anschauen, dann sehen wir eigentlich den Auferstandenen. Wir sehen Jesus, wie er praktisch auf einen zukommt, wie er segnend die Hand erhebt und wie er aber auch die Wundmale hat. Also zeigt sich in diesem Bild eigentlich das Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes, die wirklich gipfelt in Tod und Auferstehung Jesu. Sie arbeiten im Institut für Neuevangelisierung. Was bieten Sie ganz konkret an, um diesen Tag der Barmherzigkeit lebendig werden zu lassen? Also am Barmherzigkeitssonntag gibt es wirklich einige Angebote. Wir hier in Augsburg feiern das ganz groß in der Basilika St. Ulrich und Afra den ganzen Nachmittag mit Beichtgelegenheit, vor allem weil ja das Sakrament der Versöhnung ganz besonders diese Barmherzigkeit Gottes zeigt, mit einer Katechese mit Pfarrer Bernhard Hesse, dann eucharistischer Anbetung und einer heiligen Messe zum Abschluss, aber auch in ganz verschiedenen Pfarreien des Bistums, zum Beispiel in der PG Gründen, in der PG Pöttmes, in Obergünzburg gibt es Angebote. Und zentral sind immer die beiden Elemente, die Sakramente der Eucharistie und das Sakrament der Versöhnung, die da zum Tragen kommen. Und es ist auch schön, dass da verschiedene Elemente, die auch noch im Tagebuch von Schwester Faustine zu finden sind, vorkommen. Zum Beispiel, dass diese Veranstaltungen um 15 Uhr stattfinden, der Stunde der Barmherzigkeit, der Todesstunde Jesu, von der auch im Tagebuch die Rede ist, oder dass der Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet wird. Aber ich denke, auch wenn man jetzt sagt, es gibt keine Veranstaltung in meiner Nähe, ist es immer wieder auch möglich selber zu sagen, es ist für mich der Tag, wo ich mich ganz besonders daran erinnere, dass Gott unglaublich barmherzig ist und dass es auch an mir ist, also ich habe vorher das Wort Misericordia genannt, auch zu erkennen, dass ich bedürftig bin für diese Barmherzigkeit Gottes und dass ich sie einfach annehme und auch weiterschenke. Weiterschenke an meine Mitmenschen. Es gibt von der heiligen Schwester Faustina ein sehr, sehr schönes Gebet, wo es zum Beispiel heißt, Herr, mach, dass meine Augen barmherzig sind, dass ich auf das Schöne wirklich in meinen Mitmenschen schaue, auf das Schöne in ihrer Seele. Mach, dass meine Füße barmherzig sind, dass ich jedem zu Hilfe eile, der mich braucht, und dass mein Herz barmherzig ist, dass ich es wirklich öffne für meine Mitmenschen. Sie haben es schon angesprochen gerade, damit sind wir wieder bei der ersten Frage, sollten wir alle ein bisschen barmherziger werden? Das ist schon das Ziel, dass dieser Tag auch über den Tag hinaus wirkt, oder? Ja, das auf jeden Fall. Das wäre schade, wenn das nur einmal im Jahr sozusagen gefeiert wird und dann ist wieder Schluss. Es sollte weitergehen. Es sollte der Impuls sein, wirklich diese Barmherzigkeit Gottes in den Alltag hineinzunehmen und vielleicht dieses Bild auch irgendwo sich aufzuhängen, hinzulegen und deutlich zu machen, Gott ist es, der mir zuerst die Barmherzigkeit schenkt, aber ich darf diese Barmherzigkeit weitergeben.